Während man in der SVP also noch um den gemeinsamen Weg in den Wahlkampf ringt, sieht sich die Konkurrenz bei den Freiheitlichen bestens gerüstet. Beim Parteitag mit Wechsel an der Parteispitze gaben sich die Blauen harmonisch nach innen und kämpferisch selbstbewusst nach außen. Sie ist die neue Frau an der Spitze der Südtiroler Freiheitlichen, Sabine Zoderer, Gemeinderätin aus Bad Schinz. Der Parteitag heute in Bozen wählte sie planmäßig mit 80% der Stimmen. Ihr Vorgänger, der Landtagsabgeordnete Andreas Leiter-Reber, ist nicht mehr angetreten. In ihrer Rede zeichnete Zoderer ein selbstbewusstes Bild ihrer Partei. Die Freiheitlichen seien das wahre Sprachrohr der Südtirolerinnen und Südtiroler. Weil wir einfach Politik für die Menschen draußen machen, weil wir eine ordentliche und gute Sachpolitik machen. Ausdruck dieser Politik sollte auch eine Resolution sein, die vom Parteitag einstimmig genehmigt wurde. Südtirol kann's besser, lautet der Titel. Und die Bereiche, wo es Südtirol mit Hilfe der Freiheitlichen besser können sollte, reichen von Wohnen über Energiepreise und Sicherheit bis zur Demokratie. Verbesserungen in all diesen Punkten wollen die Freiheitlichen so rasch wie möglich angehen. Natürlich hoffen wir, dass wir diese Themen bis zum Wahlkampf oder bis zu den Wahlen hin durchgebracht haben und so auch dem Bürger sofort helfen können. Zu den Themen im freiheitlichen Wahlkampf hingegen gab sich die neue Obfrau, die übrigens selbst zur Wahl antreten will, zugeknöpft. Lassen Sie sich überraschen. In die Wahl gehen die Freiheitlichen zuversichtlich. Nach parteiinternem Streit und krachender Wahlniederlage bei der letzten Landtagswahl sei es in den letzten Jahren gelungen, das Vertrauen der Wähler wiederzugewinnen, sagt der scheidende Obmann. Wir merken das tagtäglich beim Zuspruch bei der Bevölkerung, bei den Stimmen, die wir haben, bei den Leuten, die uns ansprechen, die uns schreiben. Die freiheitliche Landtagsabgeordnete Uli Meier teilt diesen Eindruck. Sie wird voraussichtlich erneut kandidieren. Das Streit um Listenplätze zwischen arrivierten und neuen Kandidaten, die vielbeschworene Einigkeit in der Partei gefährden könnte, glaubt sie nicht. Zoff und Streit erwarte ich mir nicht und davon gehe ich auch absolut nicht aus, denn die Stimmung ist gut. Beim Wahlziel sind die Freiheitlichen zurzeit vorsichtig optimistisch. Alles, was mehr ist als 2018, ist gut, lautet die Devise.